Ja, moin, ich bin's wieder, Kai von Firma Gartenland. Ja, wie ich in meinem kleinen Mittwochs-Aufrege-Video schon angekündigt habe, ein paar Lebensbäume fällen. Und ja, ich will mal gucken. Ich packe jetzt erstmal schon ein paar Sachen zusammen, was ich alles so immer mitnehme, wenn ich sowas mache. Also es geht tatsächlich nur, die Bäumchen sind vielleicht so 6 Meter hoch oder so, sind jetzt auch nicht so riesen Dinger. Ja, was haben die für einen Durchmesser hier so? Ne? Kopfgröße. Ja, ich zeige euch mal, also ich sammle jetzt mal hier meine Sachen zusammen und dann schmeiße ich mal auf den Haufen, dass ihr mal sehen könnt, was ich persönlich so alles mitschleppe. Damit man auch mal sieht, was für ein Aufwand das ist, ein paar Bäumchen mal eben wegzumachen. Also, ich sammle zusammen und dann zeige ich euch das gleich. Ja, und das ist alles so das, was wir, oder was ich jetzt so mitschleppe. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Also dann haben wir hier, ja, eine Umlaufrolle, ein paar Schäkel, Straub, hier nochmal so ein einfaches kleines Seil, ein bisschen zum Ziehen. Ein Sicherungs- oder, ja, ich nehme es einfach zum Ziehen, um den Baum so ein bisschen auf Spannung nachher zu bringen, die richtige Bahn noch zu lenken. Ja, hier so ein bisschen so einmal ein Sicherheitsgurt mit einer Kurzsicherung, Klettergeschirr, Karabiner dran. Nehme ich einfach nur so mit, brauche ich sehr wahrscheinlich überhaupt gar nicht, aber ich nehme es mit. Hier ein paar Keile. Liegen da drin in dieser Kiste, diese Orangen. Falls ich was umkeilen muss, zum Sichern, ja, Laubpuster, um nachher sauber zu machen. 2 Einhandkettensägen. Dann die beiden großen Kettensägen. Einfach um nachher die Stämme durchzusägen. Zum Entasten und so. Ja, ein bisschen Sprit hier, Aspen, ein bisschen Kettenschmieröl. Was haben wir da hinten denn noch drin? Hier so eine ganz normale Astschere habe ich da drin. Meine Axt. Einmal eine große, einmal so ein kleines Beil. Dann noch hier so eine Baumsäge, so eine ganz normale manuelle. Ja, hier mein Säge, mein Gesichtsschutz quasi mit Gehörschutz und sowas. Ja, dann ganz normal hier, Besen, Schippe und so, eine Leiter nehme ich noch mit. Und ja, was kommt noch mit? Der Anhänger natürlich mit dem Aufbau, den werde ich euch auch mal bei der Gelegenheit dann vorstellen. Das ist so, ja, jetzt hier so im Gröbsten, was ich jetzt für so eine Baumgeschichte mitnehme. Ne? Also wie gesagt, da sind noch ein paar Handschuhe drin. Sehr wahrscheinlich werde ich gar nicht das Seil, also das Kletterzeug, werde ich sehr wahrscheinlich gar nicht gebrauchen. Also höchstens, wenn ich mal eben hochsteige oder so, um das Seil ranzumachen. Aber bei 6 Meter, muss ich mal gucken, werde ich mich sehr wahrscheinlich nicht großartig sichern müssen. Also da werde ich eben auf eine Leiter hochgehen. Da kletter ich nicht am Stamm hoch oder sowas. Und ja, hier die große, na, wo haben wir sie denn? Ach da. Die große Umlenkrolle oder sowas hier, die wird sehr wahrscheinlich auch gar nicht zum Einsatz kommen. Also, da muss ich mal gucken, aber sehr wahrscheinlich nicht. Ja, ich bin jetzt schon am Überlegen gewesen, einen Kettenzug noch mitzunehmen, aber hätte ich jetzt alternativ hier auch noch hängen. Ich habe hier noch so einen Kettenzug. Damit kann man die Bäume auch so ein bisschen auf Spannung nachher bringen, dass die ja auch definitiv in die richtige Richtung fallen, aber das wird, glaube ich, da nicht großartig zum Einsatz kommen. Also das muss ich mal schauen, vielleicht schleppe ich es mit, aber naja, lieber mitnehmen, als nachher nicht zu haben. Aber das ist eben halt so das Zeug, was ich eben halt ja für so ein paar kleine Lebensbäume. Wie gesagt, 6 Meter haben schon einen guten Durchmesser, gar keine Frage. Aber ja, das ist so das, was man haben sollte. Ne? Also 2 Sägen eben halt aus dem Grund.
immer so eine Backup-Säge, ne? Falls die eine mal nicht so richtig will oder so, weil die stehen ja eben halt auch ein Weilchen hier mal rum. Ich teste das jetzt auch jetzt nicht. Da fehlt mir im Moment die Zeit. Ich muss auch schon gleich los. Ja, das ist eben halt, ne? Die Geräte laufen, laufen, laufen. Und wenn man sie dann braucht, kennen alle, dann wollen sie auf einmal nicht. Gut, dann habt ihr das auch mal gesehen. Dann sehen wir uns spätestens, ja, auf der Baustelle. So, wofür der Rasenmähertrecker noch gut ist, zeige ich euch. Jo, was genau da jetzt passiert ist, erkläre ich euch jetzt gleich. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gartenland. Ja, ich hatte ja angekündigt, ich mache heute ein bisschen was beim Kunden. Ja, leider hat die Aufnahme nicht so ganz funktioniert. Beziehungsweise, naja, ich hatte auch nur versucht ein bisschen zu filmen und das war irgendwie für den Arsch.
Ich werde mal gucken, ob ich morgen noch ein bisschen was filmen kann. Es geht nämlich weiter. Ich versuch's wirklich. Ich bin da dran. Also, was habe ich heute gemacht? Wir haben heute ein paar, oder beziehungsweise nur ich, Kollege ist ja krank. Ich habe heute ein paar kleinere Bäume gefällt. Höhe 8 Meter, 7 Meter. Stammdurchmesser maximal 30. War nichts Wildes, waren große Lebensbäume. Ging alles wunderbar. Was ich da eben noch auf den Anhänger hatte, zeige ich euch gleich. Den ganzen Grünschnitt. Problem ist, ich muss gleich schon wieder losdüsen. Und von einem anderen Kunden noch was abholen. Also heute wird ein harter Tag und morgen früh geht es gleich weiter. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich zum Filmen komme. Im Moment ist es echt ein bisschen heftig. Ja, ich kann euch jetzt einfach mal zeigen, was ich da heute so abgesäbelt habe. Zum Glück konnte ich das Stammholz alles da lassen. Aber ich muss halt jetzt den Hänger leer kriegen, weil ich den heute Abend nicht mehr entsorgen kann. Ich muss aber gleich schon wieder los mit dem Anhänger und eine neue Ladung holen. Deshalb leider jetzt erstmal bei mir privat in den Garten rein, da abgeladen. Ich hätte das jetzt noch auf unseren Platz fahren können. Wir haben noch einen größeren Platz. Aber ja, der liegt jetzt wieder in die andere Richtung und deshalb ab hier in den Garten und dann mal schauen, muss ich dann irgendwann nächste Woche mal bei. Gut, ihr habt eben schon gesehen, meinen Anhänger, den stelle ich euch jetzt auch mal eben vor. Ihr habt gesehen, da ist so ein großer Kasten drauf und so. Da werde ich irgendwann vielleicht nochmal ein separates Video zu machen, was ich da gebaut habe, wie ich das gebaut habe und vor allem warum. Naja, warum, könnt ihr gleich sehen. Jetzt geht es erstmal ans Abladen. Und los geht's. So sieht das Ganze dann aus. Gehen ungefähr 5 Kubik auf.
Ich nehme euch mal mit. Ja, der ganze Anhänger ist 2,80 Meter x 1,35 Meter. Die Seitenwände sind 1,25 Meter hoch. Und ich habe die einfach mit einem Kasten quasi gemacht, den ich so auseinanderbauen kann. Und der steht quasi einfach lose auf den Anhänger drauf. Ist dann über Spanngurte gesichert. Und ist somit, wenn mich mal die Polizei anhält und meckern will, transportiere ich diesen Kasten einfach nur. Ist ja legitim, ne? Kann man ja machen. Ob ich da jetzt Grünzeug drin habe oder nicht, ist halt Zufall. Aber den Kasten, der wird halt nur transportiert. Weil sonst fangen die wieder an mit Aufbau und Eintragen und hast du nicht gesehen und so. Umgehe ich die ganze Sache. Also nicht, dass mich jetzt groß eigentlich jemand anhalten würde, glaube ich zwar nicht, aber naja. So, dann habt ihr schon mal einen Eindruck, was da alles so rauf geht, was ich heute weggesägt habe. Das ist jetzt alles relativ gepresst. Also, da habe ich noch ein bisschen dran zu tun. So, dann gucken wir mal, was wir so als nächstes machen.